Falle haben wir kombiniert die drei Teile, haben wir jetzt so zurück zu Edmunds Lobby und dann in den Sportraum. Benutzt die Falle am Eingang und an der Tür zum Umkleideraum. Schaut euch die Öffnungszeiten neben der Tür an. Geht zum Radcliffe Krankenhaus. Radcliffe Krankenhaus hat man. Christchurch Kathedrale hat man. St. Edmund Campus. Über die Lobby geht es zu den Erstsemesterraum. Schaut das Clubpapier an und nehmt es mit. Geht zur Treppe hinten rechts in den zweiten Stock. Sprecht mit der Aufsicht. Benutzt den Trick, teile und herrsche. Ist die Zahl der Karten ungerade, bla bla, nach drei Siegen geht's ins Charles Zimmer. Schaut euch das Foto auf dem Nachttisch an. Benutzt das Handy mit der Nummer auf dem Foto. Nehmt das Foto mit. Schaut euch die Zeitung auf dem Tisch an. Öffnet die Schublade. Verlasst das Zimmer und schaut euch das Schloss von 202 an. 202, das war diese offene Tür, glaube ich. Sieht die Mutter aus wie Davids Frau. Warte. Das habe ich in Charles Zimmer gefunden. Die Ähnlichkeit ist da. Aber wir kommen ja jetzt bei ihm nicht in den Raum rein, wo er seine Fotos hat. Wir könnten jetzt maximal das Bild in die Hand nehmen. Und am Anwesen mal alles durchgucken. Hier stehen ja so ein paar Bilder rum und ein paar Gemälde. Blond und elegant. Mit anderen Worten, nicht so wie ich. Du hast doch vorgelesen, dass die Mutter nicht aussieht wie die Frau auf dem Foto. Der sieht nicht aus wie, also der auf dem Foto sieht nicht aus wie der Charles, den wir in den oder andersrum. Es ging doch darum, dass der Charles sich innerhalb des letzten Jahres ganz schön verändert hat. Also der Charles, den wir in den Experimenten haben, sieht nicht aus wie der auf dem Foto, glaube ich. Irgendwie so. Sam, kann ich irgendetwas für dich tun? Im Moment nicht, danke. Merkwürdiges Gemälde. Eine Frau und eine Eule. Gefällt mir. Sieht irgendwie surreal aus. Ne. Das bringt auch nichts. Warte mal, was mich halt so verwundert hat erst, dass da was stand, wenn wir die Telefonnummer noch nicht notiert haben, haben wir da jetzt eine Möglichkeit dazu, aber ich wüsste nicht, wie das gehen soll. Ich könnte maximal jetzt sagen, hier, was weiß ich, Notizzettel und Stift oder so. Kann ich das in die Hand nehmen? Okay, kann ich. Alle Studenten, die am Experiment teilnehmen, leben im Wohnheim. Außer mir natürlich. Ich bin die Außenseiterin. Gut, wahrscheinlich war damit gemeint, man soll sich im Real Life notieren, aber das ist ja Pille-Palle. Gehen mal das Schloss von Zimmer 202. Das war die offene Tür, wo wir nur den Schließmechanismus sehen, glaube ich. Bisher ist alles, was ich hier gelesen habe, das, was wir schon gemacht haben.
Ja, hier müssen wir uns bloß das Schloss angucken und das haben wir ja. Okay. Geht in den dritten Stock. Und dort zu Raum 302. Klopft an, spricht zweimal mit der Aufsicht und wendet den Trick mit der Aufsicht an des Geheimnisses des verschlossenen Zimmers. Ja. Geht zum Black Wand und redet davor mit Harvey. Kauft einen Krachmacher. Okay, haben wir. Das haben wir, den Krachmacher. Im Inventar benutze die Fernbedienung, haben wir. Benutzt den Riegel der Tür, haben wir. Schaut das Drehbuch, haben wir. Schaut die Ausrüstung im Regal an. Geht zurück in den ersten Stock. Stellt den Farbeimer von 102, klettert durch das Fenster hinein. Schaut die Kamera auf dem Schreibtisch an. Schaut den Kasten unter dem Bett an. Sprecht mit Helena. Redet über alles, was angeboten wird. Geht zu Styles Anwesen in das Foyer. So, das haben wir. Oxford, Universitätsmuseum. Nächste Seite. Das ist jetzt schon Kapitel 5. Ich verstehe es nicht. Ich muss doch hier irgendwas an der Uni noch machen. Weil das Radcliffe Krankenhaus, das braucht man nicht mehr. Christchurch-Kathedrale braucht man nicht mehr. Styles Anwesen. Sprecht mit Styles. Redet über alles, was angeboten wird. Oxford Zentrum. Blackwand. Benutzt den Automaten. Bekommt ein neues Rätsel. Geht in Alice Lane. Schaut euch die Tafel rechts vorn an. London Stadtplan. Schaut euch das Plakat vom Hutmacher an. Benutzt die Zähne der Grinsekatze, um das Wort Smile einzugeben. Und das Puzzleteil. Universitätsmuseum. Ihr bekommt ein Puzzleteil. Einladung nach Hogwarts. Geht zur Bodleian Bibliothek und fragt die Bibliothekarin. Geht nun zum Christchurch College. Der Speisesaal befindet sich rechts vom Eingang im Turm. Ist aber abgeschlossen. Geht zum Edmunds Campus und klickt auf die Studenten. Geht zum Edmunds Campus und klickt auf die Studenten. Weil jetzt steht hier was, was ich noch machen muss. Edmunds Campus, aber wo sind hier Studenten? Müssen irgendwo die Studenten sein. Weil wir müssen hier noch einen anderen Trick vorführen. Geht zur Schwimmhalle und schaut die Fotos links an. Sind denn hier Fotos oder waren das die anderen, die Fotos, die wir schon eingesammelt haben? Schaut euch die Filter an dem Beckenrand an. Schaut den Pool an. Bleiben wir mit dem Bademeister. Kommen wir hier draußen irgendwie noch woanders hin, aber auch nicht, oder? Gibt es doch keine anderen Wege. Ne, hier kommen wir zur Bushaltestelle. Geht zurück zur Edmunds Lobby und dann in den Sportraum. Benutzt die Falle am Eingang und an der Tür zum Umkleideraum. Schaut euch die. Ja. Geht zum Radcliffe Krankenhaus. Sprecht mit Susan, redet über alles, was angeboten wird. Aber wenn wir an einem anderen Ort was machen müssten, wäre der doch golden.
Also es kann nur irgendwas sein, was man in St. Edmund Hall oder in Trethill anwesend nicht gemacht haben. Geht zum Blackwand, kauft einen Telefonspion. Das ist ja auch noch offen, da ist ja auch noch nichts passiert. Zurück im Redcliffe ruft ihr Linkweller an. Neuro, dann Durchwahl 11 und sagt, dass Hedley ihn sehen will. Ja, da ist er ja raus. Geht in Linkwellers Traum und benutzt den Telefonspion mit seinem Telefon. Das haben wir ja auch. Christchurch-Kathedrale. Geht zum Blackwand über alles, was angeboten. Anschließend geht er zur Christchurch-Kathedrale, wo er mit Angela über alles spricht, was angeboten wird. Sie gibt euch eine Papierfee. Haben wir. Wäre doch scheiße, wenn wir das in einer falschen Reihenfolge gemacht haben. Wenn es dadurch jetzt nicht geht. Sowas wäre doch Quatsch. Das habe ich ja alles, das ist alles fertig. Ich habe jetzt hier in der Beschreibung nichts gesehen, was wir nicht gemacht haben. Das heißt, wir müssen... Hier, laden. So. Spielen wir das halt wieder der Reihe nach runter. Was musste ich hier noch machen? Ich musste im Privatlabor bloß noch die Rollen anklicken, ne? Ich muss mal am Anfang des Kapitels speichern. Muss ich mir mal angewöhnen. Das ist zu wenig. Wollen Sie mir etwas sagen, Miss Everett? Nein. Machen Sie das bitte aus. Dr. Stiles, ist es wirklich sicher, nach dem, was gestern passiert ist? Als wenn es jetzt wirklich nur an der falschen Reihenfolge liegt, teilweise, dann. Dann ist es wirklich schlecht umgesetzt. Weil dann, das könnte man ja programmiertechnisch ganz anders lösen. Dass du halt irgendeine Sache noch nicht machen kannst und die kannst du irgendwann am Ende machen und dann geht's halt. Er hat's nicht mal mitbekommen. Warum sollte sich Dr. Stiles mit dummen Studentenstreichen abgeben?